wenn es darum geht, Unterhaltungsthemen zu erschaffen, zu kreieren. Und das schaffst du natürlich dadurch, dass du eben gewisse Interviewsegmente so zusammenschneidest, dass der Zuschauer dann denkt, oh Gott, hat sie das wirklich gesagt? Ja. Ist es wirklich wahr, dass Heidi mit niemandem redet, wenn nicht die Kamera läuft? Also sehr, sehr divahaft. Die Zuschauer heutzutage, die wollen natürlich Drama sehen. Die wollen sehen, wie die Mädels sich bekriegen. Ich finde, eine 16-Jährige, die kann nicht entscheiden vor Kamera und vor Heidi Klum, ob die nackt zu dritt so quasi am Strand mit so einem Typen da rummacht. Was gab, Freunde? Mein Name ist Rusa, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, ich habe gesprochen online, wir haben uns getroffen mit Payman Amin. Freunde, er war jahrelang Juror bei Germany's Next Topmodel. Genau, es geht um das Thema Germany's Next Topmodel. Ihr wisst, das ist in letzter Zeit heiß geworden, wir haben auf Twitch darüber geredet, deswegen dachte ich mir, es wäre doch mal gut, mit jemandem zu sprechen, der da live dabei war. Payman war sehr lange, ist immer noch Agent, hat eine Modelagentur, war sehr lange bei einer der größten Modelagenturen oder die größte Agentur der Welt, IMG Models, unterwegs. Da hat er betreut Giselle Bündchen, Heidi Klum jahrelang, also Heidi selbst, ne, und Letizia Casta und all diese Supermodels. Ein sehr erfahrener Typ, sehr viel Plan vom Business und war eben, wie gesagt, bei Germany's Next Topmodel Juror ganz lange. Freunde, ich halte das Intro kurz. Ich habe mit ihm über Germany's Next Topmodel eine Menge Vorwürfe sind im Raum. All diese ganzen ekligen Clips, die wir gesehen haben, habe ich ihm gezeigt und mit ihm darüber gequatscht. Freunde, viel Spaß beim Talk. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. So, mein lieber Payman, erstmal danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Das war relativ spontan. Gerne, gerne. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich dich gefragt habe, ob du Lust dazu hast, dass du das machen würdest. Ich habe dir ja auch gesagt, du hast bestimmt gar keinen Bock, aber ich frage mal trotzdem, hättest du Bock? Kann man erstmal fragen, warum du das machst? Warum du Bock hast, sich sozusagen dazu äußern, macht man ja so irgendwie nicht. Da gibt es ja kaum Leute, die sich dann so äußern. Ja, also es ist ja schon 13 Jahre her, dass ich nicht mehr bei dem Format dabei bin. Ja. Und es ist ja auch sehr oft vertraglich geregelt, dass man gewisse Dinge nicht preisgeben darf in der Öffentlichkeit etc. Aber ich habe in den letzten Jahren, wurde ich sehr oft zu bestimmten Themen bei Germany's Next Topmodel befragt. Und ich habe daraus kein Geheimnis gemacht. Ich habe auch sehr oft meine Meinung ganz offen geäußert und auch meine Ansicht der Dinge und meine Insights der Geschichten und der Abläufe im Hintergrund, hinter den Kulissen. Ja. Und aktuell muss ich sagen, du hast mich zum richtigen Zeitpunkt erwischt, weil Zerwakis Oppenhövel, hauseigen ProSieben, die haben einen Beitrag mit mir gedreht und mir ganz offen Fragen gestellt zu der aktuellen Staffel und zu den aktuellen Kandidatinnen. Jetzt vor ein paar Tagen war ja das Finale. Und das sollte am Vorabend zum Finale ausgestrahlt werden. Und ich habe mich sehr kritisch geäußert. Im Vorfeld habe ich den Leuten aber auch gesagt, dass ich mich kritisch äußern würde. Und die sagten ja, das sei absolut so gewünscht, ja, von der Führungsetage von ProSieben als auch von Heidi. Aber letztlich kam es so, genauso wie ich es vermutet hatte, die haben es nicht ausgestrahlt. Mhm. Ja, die haben das Interview, wo ich wirklich direkt gesagt habe, dass ich da überhaupt kein Potenzial mehr sehe bei den Kandidatinnen, haben sie einfach komplett ignoriert, beziehungsweise gar nicht ausgestrahlt. Und ja, lass mich das nochmal zusammenfassen. Bei dieser Sendung Zerwakis und Oppenhövel, diese Sendung, die beiden machen, haben die dich kritisch interviewt zum Thema Germany's Next Topmodel. Aber das ist ja aber auch crazy. Du hast schon wahrscheinlich vermutet, ey, das wird eh nie ausgestrahlt. Genau so war das. Naja. Ja, und ich hab mich sogar mit dem Chefredakteur von der Sendung unterhalten im Vorfeld, habe gesagt, Leute, ich will eure Zeit nicht vergeuden, ich will meine Zeit nicht vergeuden. Nein, das tust du nicht. Die Chefetage von ProSieben hat uns das Go gegeben für diese Geschichte. Die wollen, dass das Ganze kontrovers besprochen wird. Ja, ja. Genau. Selbst Heidi selbst hätte das gewünscht. Ja, und das hat mich ganz stark gewundert. Und ja, letztlich kam es so, wie ich es vermutet hatte. Und deshalb, du kommst jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt um die Ecke, um mir eben Fragen zu stellen. Wie war es? Wie ist es? Ja. Wie soll es sein? Etc. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, zwei Sachen muss man mal ja sagen, beziehungsweise eine Sache.
wahnsinnigerweise ist es ja nichts Neues, was gerade auch wieder kritisiert wird. Das sind ja alles so Sachen, die sind ja im Laufe der Jahre ja immer wieder kritisiert worden und auch immer wieder rauskommen. Also dass da Mädchen oder Mädels, so wie die behandelt werden, dass das eine Fleischbeschau ist und. Das ist ja immer wieder. Mhm. Jetzt muss man sagen, weißt du warum, beziehungsweise hast du ein Gefühl, warum dieses Jahr besonders schwer ist, oder ist es einfach vielleicht einfach auch eine, keine Ahnung, man kann es gar nicht so genau sagen, viele Faktoren sind auf einmal zusammengekommen und plötzlich auch das Internet erhebt sich. Ich meine, das hätte man ja schon früher, viel früher. Ja, da hast du schon recht. Also wobei man sagen muss, die MeToo-Debatte, Hashtag MeToo-Debatte, die kam ja jetzt auch erst in den letzten 2-3 Jahren richtig zum Tragen oder wurde sehr publik gemacht. Zu meiner Zeit, von 2006 bis 2009, das waren insgesamt die ersten vier Staffeln, wo ich Juror bei Next Topmodel war, da gab es die Problematik auch schon, aber nicht in dieser Form, nicht so ausgeprägt wie jetzt. Sprich, diese Zuschaustellung der Models, diese sich lustig machen über die Models und dass man die Kandidatin so sehr unter Druck setzt und dass der freie Willen da überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Es gab es in einer, ich sag mal, softeren Version damals, denn am Anfang haben wir tatsächlich, und auch Heidi, ich kann das bezeugen, weil ich ja bei den ganzen Jurybesprechungen auch immer dabei war und bei den Entscheidungen, Heidi hatte natürlich immer das letzte Wort und auch Heidi hat am Anfang, die ersten Jahre, ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir wirklich auch Potenzial suchen und finden. Ja. Sie wollte wirklich, dass wir Topmodels finden. Ja? Und die ersten Jahre haben wir auch hier und da Kandidatinnen dabei gehabt, die durchaus das Potenzial hatten, als Model zu arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt als Topmodel, aber schon um wirklich, ich sag mal, ihr täglich Brot mit dem Modeln zu verdienen. Ja. Aber so mit der Zeit wurden es immer weniger Kandidatinnen. Ja. Die Frage stellt sich jetzt, warum war denn in den letzten Jahren immer weniger Potenzial vorhanden? Schließlich und endlich ist es so, du musst dir das so vorstellen, es sind ja sehr oft sehr junge Mädels, zum Teil sind es auch Minderjährige. Ja. Das heißt, die Entscheidung läuft am Ende des Tages über den Tisch der Eltern. Ja. Und wenn die Eltern einschalten und diese Sendung sehen, ja, dann sind sie natürlich irgendwann abgeschreckt und sagen, nee, meine Tochter kommt da nicht mit rein. Ja. Mhm. Das heißt, die Auswahl schränkt sich natürlich immer mehr ein, sodass du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du gar kein Potenzial mehr in der Sendung hast. Was machst du, wenn du kein Potenzial in der Sendung hast? Du legst den Fokus nicht mehr auf das Potenzial, ja, und auf den Werdegang der Models, sondern vielmehr auf diese ganzen Zickereien, darauf, dass du sie wirklich unter Druck setzt, der Fokus liegt darauf, dass die Unterhaltung, ja, und der Unterhaltungswert absolut im Vordergrund. Drama. Ja, da geht es mehr um Drama, um Schocken, um, wie du sagst, Trash, einfach Unterhaltung. Da geht es nicht wirklich um Nachwuchsmodel zu suchen. Du sagst jetzt, das würde sehr daran liegen, dass zum Beispiel die Eltern, wenn die Show nachher sehen, das dann nicht mehr wollen oder nicht mehr unterstützen. Das wäre ein Faktor, sagst du. Ist es denn die Wahrheit, da kommen wir gleich mal zu einer der Fragen, die sehr oft gestellt werden, ist es Wahrheit, diese Aussteigerin, eins der Models, die jetzt ausgestiegen ist, Liana, glaube ich, ist der Name, die hat zum Beispiel gesagt, dass man gar keinen, also während der Zeit da, während der Produktion, werden viele psychische Tricks, Techniken bei denen angewandt, damit das Ganze noch krasser und dramatischer wird. Also das erinnert teilweise an Sekte. Kein Kontakt zur Außenwelt, eben kein Kontakt zu, da kommen wir zu dem Punkt, zu den Eltern, die dann eventuell mal sagen könnten, hör mal, das machst du nicht, das machst du nicht. Und teilweise sind ja Minderjährige und teilweise, wie die Heidi auch manchmal in den Videos sagt, ach, die kann das nicht, die weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst, die hat ja noch nie einen Freund gehabt. Ja, und so weiter. Und also kannst du zu den Techniken mal was sagen? Zum Beispiel, keine Ahnung, kein Kontakt, extra falsche Sachen werden denen gekauft, Einkaufsliste, damit die sich zanken, damit das Streitpotenzial da ist. Also das gab es zu unserer Zeit auch, ja, vielleicht nicht so ausgeprägt wie jetzt, weil man zu unserer Zeit, die ersten Jahre, hat man noch andere Unterhaltungsaspekte in der Sendung. Ja? Mhm. Und zwar
allein die Jury selbst war ja auch Unterhaltung. Ja? Das heißt, wir hatten verschiedene Charaktere in der Jury. Wir waren insgesamt drei, teilweise auch vier Juroren und Jurorinnen in der Jury. Mhm. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren gewandelt. Und in den letzten Jahren ist es so, dass Heidi die einzige Jurorin ist und dann pro Episode dann nur noch einen Gastjuror oder Gastjurorin dabei hat. Das ist halt mit ein Grund dafür, dass mittlerweile die Models ja im Vordergrund stehen, wenn es darum geht, Unterhaltungsthemen zu erschaffen, zu kreieren. Und das schaffst du natürlich dadurch, dass du eben gewisse Interviewsegmente so zusammenschneidest, dass der Zuschauer dann denkt, oh Gott, hat sie das wirklich gesagt? Ja? Oder dass die einzelnen Kandidaten gegeneinander angestachelt werden. Ja? Und so dass dann richtig Zickenkrieg und richtig Zoff entsteht und entsprechend dann auch die Quoten steigen. Ja? Die Zuschauer heutzutage, die wollen natürlich Drama sehen. Die wollen sehen, wie die Mädels sich bekriegen. Die wollen diesen Wettbewerbsmodus einfach erleben, und zwar Woche für Woche. Ja? Und das war zu unserer Zeit, wie gesagt, brauchten wir es nicht so extrem auf diese Art und Weise. Ich nenne nur Bruce Danell als Namen. Ja, also ja. Mit ihm konntest du schon eine Unterhaltungsshow alleine füllen. Mhm. Ja, und, total. Jorge González und so weiter und so fort. Ja. Das ist mittlerweile, so habe ich das Gefühl, viel extremer geworden, dass die Mädels eben halt für diese Unterhaltung sorgen müssen. Und was macht man dann als Sender, als Produktionsfirma, als Heidi Klum, die ja auch die Hauptverantwortung für den Erfolg dieser Sendung trägt? Sendung heißt ja auch Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Das heißt, sie muss sich diese Kritik auch anhören, ja, wenn es heißt, wie schaffst du es, die Quoten so hoch zu halten oder gar zu verbessern? Ja, und es liegt auf der Hand. Ja, also, ja klar, man hat ja, die Sache ist ja so, klar, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn man genug Zeit hätte, könnte man vieles einfach laufen lassen, aber da man unter Zeitdruck ist, Produktionsdruck, dann erschafft man diese Fake-Drama und Chaos, und dann werden da so Mittel gewählt, wie zum Beispiel, kannst du das vielleicht bestätigen oder eben das da mal was zu sagen, und zwar wurde auch gesagt, dass zum Beispiel Leute eingeschleust werden vom Produktionsteam, die sich so anfreunden mit den Mädels, und man hat dann Vertrauen mit denen, aber die missbrauchen das Vertrauen, indem die halt Geheimnisse weitererzählen und halt die Sache auch so ein bisschen steuern dann dadurch. Ne? Zum Beispiel wurde, also was ich sehr, sehr hart finde eigentlich, wurde nach dem ganzen Cybermobbing und so eins der Mädels wird oft psychologische Beratung mäßig so gefaked, weil die Eliana sagte dazu auch, die YouTuberin oder auf YouTube sagte sie, dass es am Ende sich herausstellte, dass es nur ein Medienberater der Produktionsfirma war und gar kein Psychologe war. Also dass man den Leuten da auch nur Hilfe vorfaked, obwohl es wahrscheinlich super wichtig ist, eine Minderjährige nach so einem Cybermobbing-Attacke jemanden zur Seite zu stellen. Also dass man halt wirklich das gar nicht so, ja, ernst nimmt, ne? Dass man, ich meine, du hast diese YouTube-Video gesehen, was ich dir geschickt habe. Ich habe dir ja ein Video geschickt, wo ich dich gefragt habe, sag mal, kriegst du das eigentlich mit und so weiter. Ja. Das ist ja so, da ist ja nichts Neues in dem Sinne, das wird ja für dich auch alles so sein, wahrscheinlich, ja, weißt du, aber in dem Maße so zusammengepackt in dem Video, muss ich sagen, hat mich das auch schon geschockt, wobei man sich alles wahrscheinlich schon hätte denken können, aber wenn das so zusammenkommt alles, dann habe ich auch gedacht, wow, auch dieses Ganze mit diesen, ja, immer wollen die sich nicht ausziehen, mein Gott, und so, zieh dich mal aus. Also, das ist meine Frage, muss das denn sein? Muss man als Model unbedingt Nacktjob trainieren? Also, du hast eine Agentur, du hast eine Modelagentur, du bist in einem Business. Das ist richtig, das war auch der Grund. Also, ich bin ja ein Mann, der das tagtäglich erlebt im realen Leben der Models. Ja, ich habe eine eigene Modelagentur in München und in Hamburg. Ich habe vorher 12 Jahre in Paris gearbeitet. Es war ja nicht umsonst, dass Heidi mich als Juror reingeholt hat und als Experten und als Coach und wie auch immer. Sie wollte natürlich auch eine gewisse Kompetenz in der Jury dabei haben, der auch das Ganze, wie soll ich sagen, widerspiegelt, wie es in der Realität ausschaut.
Ich habe damals natürlich auch immer wieder mit dem Kopf geschüttelt, als es dann hieß, ja, wir machen jetzt ein Nacktshooting am Strand oder wir machen jetzt Bodypainting, wo die Models ganz nackt sind. Und diejenigen, die jetzt nicht mitziehen, die bekommen Minuspunkte. Ja? Da habe ich dann auch gesagt, Leute, das entspricht absolut nicht der Realität. Ja. Ja? Also es, selbst wenn es um Unterwäsche geht, ja, wenn Kunden ein Model für Unterwäsche fotografieren wollen, dann frage ich im Vorfeld das Model, bist du damit einverstanden, dass du in Unterwäsche fotografiert wirst oder nicht? Und wenn sie sagt, nee, will ich nicht, weil ich, keine Ahnung, ich bin nicht so happy mit meinem Körper oder ich möchte nicht so viel preisgeben und so viel Haut zeigen, dann ist es meine Aufgabe als Modelagent, dem Kunden zu sagen, hey, weißt du was? Lieber nicht für ja, Fashion. Ja, oder Beauty. Du verbuchst halt jemand anderen. Ne? Also genau. Es ist ja ganz klar. Genau. Die Frage es ist halt, nicht so, dass ich das Model dann direkt rausschmeiße, ja, wenn sie nein aber sagt. Aber das wird ja suggeriert in der Show. Du musst alles machen. Willst du eine Karriere oder nicht? Es fängt ja auch mit dem Umstyling an. Ja? Ja, also Umstyling hat ja natürlich auch immer die besten Quoten. Warum? Ja. Ja, weil die Mädels anfangen zu heulen, weil sie riesen Drama draus machen. Zu Recht auch, ja, wenn die Haare. Ich meine Haare auch diese Haare abschneiden und so. Das ist ja. Das meine ich ja. Ja das ist crazy, Mann. Ja, ja. Ja, und das entspricht auch nicht der Realität. Ja, selbst wenn du eine Typveränderung vornehmen möchtest bei einem Model, und das kommt durchaus vor. Ja, also wenn du, ich habe auch Models gehabt, die hatten lange braune Haare und dann haben wir sie Schulter lang geschnitten, also kürzer geschnitten und schwarz gefärbt oder weißblond gefärbt und die sind dann plötzlich abgegangen, ja. Aber diese Entscheidung, dieses Umstyling durchzuführen und die Haare zu schneiden und zu färben, die liegt am Ende des Tages beim Model. Wenn das Model sagt, nee, will ich nicht, dann lässt du es so, wie es ist. Wenn das Model dann im Anschluss nicht so erfolgreich ist, dann trägst du als Agent natürlich auch nicht die Verantwortung. Ja? Aber es ist meine Aufgabe als Agent zu sagen, hey, wenn du dir die Haare schneidest, wenn du sie färbst, in welche Richtung auch immer, dann gehe ich davon aus, dass du mehr Potenzial hast, dass du bessere Chancen hast, dass du dann wirklich auch sehr erfolgreich als Model arbeitest. Und hier und da hat es funktioniert. So. Aber diese Entscheidung trifft am Ende des Tages nur das Model. Und wenn das Model nicht damit einverstanden ist, heißt es nicht, dass du das Model dann direkt hier rausschmeißt aus deiner Agentur und dass das Model, dass die Karriere damit am Ende ist. Ja, das entspricht einfach nicht der Realität. Leider wird das ja so total suggeriert. Ich kann mir vorstellen, du warst ja bestimmt ein paar Mal dabei, also wenn da eine 16-jährige junge Dame da sitzt und dann mit drei Kameras und dann ist natürlich der Superstar da, Heidi Klump. So, das ist ja wahrscheinlich, man vergöttert die als junges Mädchen vielleicht und denkt so, wow, so will ich gerne sein wie sie. Ne? Die hat ja viel erreicht und alles. Ja. Ist ja sehr bekannt und dann hat man so dieses Starstruck, siehst vor dir, Kameras sind da. Und dann heißt es so, ja, willst du was erreichen oder nicht? Das vermittelt ja auch manchmal den Eindruck, man kennt es ja, oft ist es ja gut, über seinen Schatten zu springen oder man sagt ja auch, du musst den Comfortzone verlassen, um etwas Gutes zu erreichen. Nur das ist, hier ist es ad absurdum geführt, ne? Also dass man plötzlich Nacktheit und so weiter als Comfortzone verkauft. Also das ist natürlich bescheuert. Also deswegen, ich habe mich immer gefragt, ich bin ja nicht aus dem Model-Business, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus damit, ist ja klar. Aber ich frage mich manchmal, kann man nicht auch ein erfolgreiches Model sein, ohne sich nackt jemals gezeigt zu haben? Also ist ja Quatsch. Man wird doch auch Jobs absagen können und trotzdem arbeiten können. Also, absolut, absolut. Schau, um das jetzt einfach mal, um die Brücke zu schlagen zwischen Models und Musik, ja, weil deine Welt ist ja die Musik, ja. Wenn du einen, ich sag mal, einen hast bei dir, der Potenzial hat, als Rapper irgendwie groß durchzusteigen, und du sagst, nee, Rappen ist nicht so dein Ding, du solltest es mit Schlager versuchen, dann macht natürlich auch keinen Sinn. Ja, ja, es ist ja so, es ist wie du sagst, das ist sehr ähnlich. Germany's Next Topmodel, also in deiner Welt sozusagen, könnte man mit meiner Welt vergleichen mit DSDS. Bei uns ist das so, ich würde auch immer sagen, bei DSDS allermeistens geht es nicht darum, den besten Sänger zu suchen, den talentiertesten Act zu suchen, sondern es geht immer nur darum, den weiterzulassen, der weiter die Quote erhöht. Und danach, wenn vorbei ist, bringt er vielleicht noch eine spaßige, coole Single
Album, aber das war's dann auch. Also das, man hat gar kein, also bei DSD ist es ganz klare Sache. Man hat kein Interesse an eine lange Karriere des Siegers oder des Zweiten oder des Dritten. Es ist eher sogar zufällig, dass die das dann manchmal schaffen, etwas länger in der Social-Media-Welt irgendwie noch sich zu halten. Das ist eher, ehrlich gesagt, Zufallsprodukt. Eigentlich geht es darum, nächstes Jahr wieder bei Null anzufangen. Und ich hatte, also das sind so, würdest du sagen, das ist mit Germany's Next Topmodel genauso, weil ich erinnere mich an ein Zitat von dir, oder du sagtest mir das auch am Telefon, du sagtest, es geht hier gar nicht mehr darum, Models zu suchen. Es geht hier gar nicht mehr darum, zu gucken, hat die Potenzial, ist es eine Realität, also ist es realistisch, ja, dass die Jobs machen kann, sondern eher darum, dass man sagt, ey, die ist Drama, die macht Drama, die fuckt sich vielleicht mehr ab als die anderen oder sie ist vielleicht bissiger, keine Ahnung, die lassen wir weiter. Ja, es ist so. Schau, ich habe auch am Anfang gedacht, hey, wir werden hier richtige Topmodels finden und hier und da gab es auch Lichtblicke, ja, auch Kandidatinnen, die immer noch als Model arbeiten und ihr gut dabei auch verdienen. Vielleicht nicht hier top of the notch und hier als Supermodel auf den Laufstegen dieser Welt, aber sie sind erfolgreich. Und wie du gesagt hast, ist, sehr oft haben es sogar auch gerade die, die nicht gewonnen haben, teilweise geschafft, weiterzukommen. Ich hatte ein Model, Ivana Teklic, mal unter Vertrag. Sie ist Dritte geworden. Da war der Wolfgang Job noch in der Jury. Ja. Ja. Das ist also Jahre nach meiner Teilnahme bei Next Topmodel passiert, wo Ivana Teklic Dritte geworden ist. Das war in der Staffel, wo Stefanie Giesinger gewonnen hat, die aktuell als Influencerin mega erfolgreich ist. Aber wie gesagt, also Influencerin. Ivana Teklic wiederum hat von sich reden gemacht als Model. Ja, als ich sie unter Vertrag genommen habe, habe ich sie international bei Partneragenturen untergebracht, unter anderem bei einer Agentur namens Women in Paris, die ist für Dior gelaufen, für Christian Dior gelaufen. Ja, also keine zweite aus diesen 15, 16 Staffeln Next Topmodel hat es jemals geschafft, irgendwie auf diesem Niveau für eine Modenschau zu laufen. Es gab Lichtblicke, es gab diese Lichtblicke. Ja. Und wir haben auch damals den Anspruch gehabt, uns von DSDS abzusetzen und zu sagen, hey, wir suchen hier wirklich Potenzial. Wir machen unsere Models oder die Kandidaten nicht hier zum Affen. Unterhaltungsobjekten für die Zuschauer, sondern wir schauen, dass wir natürlich auch ein bisschen für die Unterhaltung sorgen, aber am Ende des Tages, wenn es um die Wurst geht, wenn wir die drei Kandidatinnen im Finale haben, dass es wirklich auch die drei Kandidatinnen sind, die wirklich als Models, angehende Models, das meiste Potenzial mit sich bringen. Ja, die sich im Markt auch durchsetzen könnten. Genau. Bis zum Finale hatten wir immer wieder auch so Models, Gina Lisa, Michaela Schäfer, die wir immer mit uns immer eine weitere Episode mitgenommen haben, weil sie für Quote gesorgt haben, weil sie Unterhaltungspotenzial hatten, aber nicht Modelpotenzial. Aber wenn wir ins Finale gekommen sind, die drei Finalistinnen, damals gab es ja noch drei, irgendwann hat Heidi sich entschieden, vier oder sogar fünf mitzunehmen, die drei Finalistinnen, die hatten Modelpotenzial. So. Ja. Und da haben wir auch wirklich auch dafür gesorgt, dass in unseren Augen diejenige immer gewonnen hat, die das meiste Modelpotenzial hatte. Ja. Wir konnten uns natürlich das Potenzial auch nicht aus den Fingern saugen. Ja. Also in der dritten Staffel beispielsweise hat eine gewisse Jenny Hof, blonde, kurze Haare, hat gewonnen. Die hat nichts gerissen als Model im Anschluss. Aber in dieser Staffel haben die einfach kein besseres Potenzial gefunden. So. Okay. Und, dann schaust du natürlich, dass du diejenige nimmst, die als nächstes noch Potenzial hat. So. Es gibt, du kannst die Models oder die Top-Models nicht aus dem Hut zaubern. Nee, das ist ja klar. Ich meine, es ist ja eine Fernsehshow. Ich meine, realistisch gesehen ist es in erster Linie eine Fernsehshow. Und in zweiter Linie kannst du denn empfehlen, Perman, wenn du sagst, hey, wenn du jetzt eine 16-, 17-Jährige, 18-Jährige zu dir kommt und sagt immer zu, ich möchte da gerne mitmachen, weil ich denke mir, eventuell kann ich da was reißen. Würdest du denn überhaupt noch empfehlen, dahin zu gehen? Oder würdest du sagen, geh gar nicht dahin? Oder könnte man auch denken, also ab und zu schreiben mir bei Instagram, also bei mir ist das so, mir schreiben manchmal Leute, die können ein bisschen Musik, die können ein bisschen singen, dann schreiben die mich,
zu DSDS oder zu Voice ein paar Runden machen, ein bisschen Fame sammeln, dann gehe ich da weg. Diese Idee immer. Ist das, ist das möglich, oder ist das vertraglich nicht möglich zum Beispiel? Das ist eine super Frage, die du stellst, weil das auch wirklich sehr oft vorkommt im Alltag bei mir. Tagtäglich bewerben sich junge Mädels bei mir in der Agentur, sei es per E-Mail, Instagram, was auch immer, welche Kanäle auch immer, die bewerben sich bei mir und sagen, hey, und einige und immer mehr davon stellen mir auch die Frage, denkst du, ich sollte da bei Next Topmodel vielleicht erst mitmachen, wie du gesagt hast, so als Kickoff und ein bisschen Fame und so. Und wenn ich da Potenzial sehe, wenn ich da wirklich Grundpotenzial sehe als Model, dann rate ich den absolut davon ab. Aber wenn ich denke, okay, das ist das hübsche Mädchen von nebenan, das jetzt nicht unbedingt als klassisches Model arbeiten kann, dann sage ich teilweise sogar, hey, mach da mit, wenn du wirklich auch, ich sag mal, den Herausforderungen auch gewachsen bist. Ja, weil wie wir gerade angesprochen haben, es sind ja enorme Herausforderungen, die auf dich zukommen, wenn du in dieser Sendung als junges Mädchen mitmachst. Also, wenn das Mädel wirklich Potenzial hat, rate ich davon ab. Dann nehme ich das Mädel auf, ich baue das Mädel auf, zusammen natürlich. Okay, ich verstehe. Ja, weil du denkst, da die Karriere geht kaputt, wenn man da mitmacht, wenn die tatsächlich Potenzial hat, oder warum? Es ist vergeudete Zeit. Achso, es ist vergeudete und Zeit. Und es kann auch eben schädlich sein für negativ. Sich negativ auswirken. Ja, auf die Psyche doch sowieso, oder nicht? Also ich denke, wenn ich das manchmal gucke, die Aussage, denke ich mir so, ey, Alter, hätten die mich, also ich halte mich ja für psychisch stark, aber ich bin auch schon ein bisschen älter. Also ich könnte mit 16, 17 das wahrscheinlich wie ein Trauma mitnehmen. Ja. Wobei, also, es ist, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht so, dass alle Kandidatinnen, die da mitmachen, auch wirklich hier auf gut Deutsch gesagt Scheiße fressen müssen. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Es gibt hier und da, gerade die ein bisschen lauter sind, die ein bisschen auffälliger sind, die müssen zum Teil Scheiße fressen. Die ein bisschen ruhiger sind, sich zurückhalten etc., die werden tatsächlich dann auch, sofern sie wirklich Potenzial haben, irgendwie mitgenommen. Durch die Sendung, teilweise kommen sie auch bis zum Finale oder gewinnen sogar. Aber die wirklich Scheiße fressen müssen, das sind die auf eine gewisse Art und Weise auffällig sind. Sei es Gina Lisa, wie gesagt, also die nenne ich immer wieder gerne als Beispiel, Michaela Schäfer oder die wirklich auch eine Schnauze haben, eine freche Schnauze haben. Wenn du bei Next Topmodel mitmachst und eine freche Schnauze hast, dann musst du davon ausgehen, dass du dann auch auf gut Deutsch gesagt, Scheiße fressen. Ja, die Sache ist ja, es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Dieses Scheiße fressen ist ja so, dieses Challengen, dass man dich die ganze Zeit durch so ein Nadelöhr durchzeckt, ist ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das ja oft eine Quälerei für die Mädels, auf der anderen Seite ist es ja auch dann Screentime. Du kriegst die meiste Screentime, du kriegst die meiste Aufmerksamkeit. Wenn du das meisterst, kannst du mit einer Menge Fame gehen. Das ist wahrscheinlich dieses Für und Wider, was die Mädels dann auch durch den Kopf geht. Einerseits ist es bei DSDS und so ja auch nicht anders. Einerseits willst du das, dass alle auf dich reagieren oder mit dir die ganze Zeit mit dir challengen und dich durch die Challenges schieben und so. Andererseits willst du das nicht, weil das einen natürlich auch an die Grenzen bringt. Genau das ist der Punkt. Wenn Potenzial vorhanden ist, dann sage ich, lass die Finger davon, komm lieber in meine Agentur. Ich baue dich auf mit meinem Team. Wir positionieren dich international. Wir schauen, dass du wirklich eine anständige, seriöse Modelkarriere anstrebst und aufbaust. Ja, wir haben die Tools dafür. So. Wenn ich aber sehe, okay, da ist jetzt nicht so viel Potenzial, dann sage ich, du könntest ohne Frage da in dieser Sendung mitmachen, sofern du der Sache gewachsen bist, denn dann kannst du aus wenig oder gar kein Potenzial viel eventuell rausholen. Ja, vor allem denke ich, wie du jetzt Leute Gina Lisa gesagt und so, ich denke, also mein Eindruck, ich verfolge die Sendung jetzt nicht so krass, aber mein Eindruck ist, dass solche Sendungen in letzter Zeit mehr Influencer produzieren als das, was sie eigentlich machen. Also DSDS produziert keine Musiker, sondern eher
schrille Persönlichkeiten, die dann, wenn sie denn ein bisschen auch Glück haben und ein bisschen dran arbeiten, auch. Stichwort Menderes. Ja, Stichwort Menderes. Der gutes, kann gar nicht singen, ja. Und der macht, der münzt das aber auf seine eigene Weise, ja, in Geld um. Ja, wenn man das muss man, das muss einem klar sein vorher. Und ich finde das, genau. ich finde das, meiner Meinung nach, ich finde es nicht verwerflich, da mitzumachen, wenn man sich vorher im Klaren darüber ist, ne? Und ich glaube nur, es sollte, manchmal denke ich, weiß es nicht, manchmal denke ich, wie findest du denn, dass es eine Altersgrenze geben sollte? Weil manchmal die Mädels sind das ist zu jung, um dass sie das entscheiden können. Ich finde, ja, eine 16-Jährige, die kann nicht entscheiden vor Kamera und vor Heidi Klum, ob die nackt zu dritt so quasi am Strand mit so einem Typen darum macht. Also das wird sie doch wahrscheinlich bereuen, oder? Also das du ist glaubst ja es nicht, du glaubst es nicht, aber in den ersten Jahren haben wir wirklich als Voraussetzung für die Teilnehmerin schon ein Alterslimit von 18 Jahren gehabt. Ja, aber das ist doch das Mindeste, oder nicht? Gerade bei solchen, ja, Szenen. Ja, ich meine, und das entspricht auch der Realität. In, ja, der Realität dürfen Models unter 18 gar nicht in Deutschland arbeiten. Ja? Ach so, das wusste ich gar nicht, wenn, okay. Nee, wenn dann in einer Agentur für Kinder, die eine besondere Lizenz dafür haben. Und das ist auch absolut richtig so geregelt. Ja? Ja. Die größte Modezeitschrift Deutschland, aber auch international, die Vogue, ja, die arbeitet grundsätzlich nicht mit minderjährigen Models. Die müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Und das ist auch korrekt so. Ja? Das war früher korrekt, das ist heute korrekt so und das sollte auch immer so bleiben. Bei Next Topmodel hat man alles über den Jordan geworfen und man sagt, hey, ja, wir wollen jetzt einfach Quote schaffen und das schaffen wir zum Teil auch eher mit Minderjährigen, weil die dann natürlich auch der Sache nicht gewachsen sind und nicht drüber stehen und wirklich auch nervlich, ich sag mal, labil sind. Ja, wenn die Sachen auch mitmachen, sich überreden lassen und so, ist ja klar. Es ist ja, sage mal, warum bist du eigentlich da nicht mehr Juror? Kann man das, gibt es da einen bestimmten Grund für oder bist du einfach rausgewachsen? Also wenn ich es wüsste, würde ich es dir sofort sagen. Ja. Diese Frage muss man Heidi stellen. Ich war die ersten vier Staffeln dabei. Ja. Wir hatten super Quoten. Wir haben es tatsächlich geschafft, auch mit Niveau, deutlich mehr Niveau, Quote zu machen. Und wir haben auch viel Potenzial gefunden. Und urplötzlich, nachdem sie mich dazu gedrängt hatte, ja, meinen Job als Modelagent in Paris an den Nagel zu hängen und voll einzusteigen, und nachdem ich einen Vertrag mit ProSieben für weitere 3 Jahre, also für die Staffel 5, 6 und 7, unterschrieben hatte und dort gekündigt nach München gezogen bin, hat Heidi Ohr plötzlich über Nacht gesagt, nee, ich will eine neue Jury haben. Ohne das zu begründen, und sie hat es vor allem auch nicht persönlich mir mitgeteilt, sondern über den Sender. Und das war für mich schon auch sehr merkwürdig, denn ich hatte bis dahin 12 Jahre mit ihr gemeinsam gearbeitet. Ja, also schon vor Next Topmodel war ich bereits 8 Jahre lang ihr Manager und Agent und ich habe auch vieles für sie gemacht und ich habe sie auch in Deutschland aufgebaut. Plötzlich wollte sie eine andere Jury haben. Boah, bei was Bruce denkst Danell du? War's ja, ja, okay. Bruce Danell war ja auch super erfolgreich. Also Next Topmodel ohne Bruce Danell wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich gestartet und plötzlich war er auch nicht dabei. Also wie heißt es so schön? Also eine Königin möchte keine Prinzen um sich herum haben, die so, den Job irgendwie streitig machen können. Ja, es ist so ein bisschen wie auch bei Dieter Bohlen, wenn man das vergleicht. Irgendwann, am Anfang war es eine coole Truppe, eine coole, witzige, verschieden auch köpfige Truppe. Am Ende wird es immer dünner, sagen wir mal. Ne? Irgendwann war es fast nur noch er. Irgendwann war es nur noch er und irgendwelche Ja-Sager. So. Also total unwichtig, random, auswechselbar, er hat duldete niemanden mehr neben sich. Das hat ja tatsächlich auch die Show kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt haben die den zwar da abgesägt und so, aber das ist jetzt auch jetzt spät. Bei, du hast ja recht, das Ding heißt ja auch noch Germany's Next Topmodel bei Heidi. Das wird also, sie muss natürlich schwer die zu ersetzen, aber oder das auszugleichen. Aber ja gut, was weiß ich schon. Wie läuft es denn weiter? Was denkst du denn? Nee, also, aber um das nochmal, ja, abzuschließen, ja, also du hast das Wort Ja-Sager ist das richtige Wort. Ja, aber ja, es ist auch klar, alle, dass die immer alle Ja-Sager, ja, sie wollte Ja-Sager um sich herum haben. Ja, ist logisch, ja. Und ja, ich war kein Ja-Sager. Ja, ich, hin und wieder habe ich Ja gesagt, ich habe aber auch meine Meinung gesagt und manchmal auch Nein gesagt. Mhm. Ja, deshalb wurde ich ja auch engagiert, weil ich meine Meinung sagen sollte und nicht die Meinung von Heidi wiederholen sollte. Klar.
Aber es ist so, wie es ist, und es stört mich ehrlich gesagt nicht, dass ich dann nicht mehr dabei bin. Ich war in den ersten Jahren dabei, meines Erachtens waren es das mit die besten Jahre und es waren die glorreichen Jahre und gut ist, ja. Wie heißt es so schön? Also, keiner möchte unbedingt auf der Titanic sein, wenn sie untergeht. Naja, was denkst du denn? Denkst du denn, es ist gerade soweit? Denkst du denn, wir werden nächstes Jahr die Show wiedersehen? Oder, Nee, das ist komischerweise eine Titanic, die nicht jetzt untergehen wird. Es ist eine Titanic mit einem Kapitän Heidi Klum, der irgendwie immer es schafft, weiter zu fahren und ohne unterzugehen. Aber, also das Ganze nimmt natürlich immer mehr Schaden auf. Ja. Das Problem in Deutschland ist, beziehungsweise an Next Topmodel, es gibt viele, viele Models, die es versucht haben in der Vergangenheit, in anderen Formaten, ja. Ja, auf Vox, auf RTL 2, was auch immer, in die Fußstapfen von Heidi zu treten. Bei einigen dieser Formate war ich selber als Juror weitestgehend auch dabei. Ja. Bar Raffaeli, Eva Pattberg, Claudia Schiffer, alle haben es versucht in Deutschland, aber keiner konnte am Ende des Tages Heidi das Wasser reichen, weil es gibt keine Knalltüte, keine zweite Knalltüte wie Heidi in Deutschland. Und solange es keine zweite Knalltüte wie Heidi gibt, wird Heidi erfolgreich diese Sendung fortführen. So. Ja, ich habe ja gar nichts gegen Heidi, die kann das auch cool moderieren, die ist ja irgendwie, wie du schon sagst, die ist ja wahrscheinlich dafür geboren, so alles cool. Ich frage mich nur, ob man die Sendung nicht auch etwas cooler machen kann. Also man muss das doch nicht so grenzwertig machen. Man kann die Sendung doch wesentlich cooler machen. Es gibt doch auch, guck mal, es gibt doch auch den Unterschied zwischen DSDS und zu anderen Musikshows, wie zum Beispiel, es gibt doch jetzt dieses ganz witzige Format The Masked Singer, oder es gibt dieses Voice of Germany. Dann ist es, guck mal, bei Voice of Germany, da wissen die Leute auch, da werden viele Deals gemacht im Hintergrund. Du kennst dich aus, wenn man, da kommen Profis, die singen, man hat denen schon mit dem Management versprochen, dass die vierte, fünfte Runde schaffen und so, damit es nicht so schlimm aussieht für die und so. Aber die Leute werden nicht vorgeführt. Man erlebt dann Musik, man hat Spaß und man holt nicht Leute, die offensichtlich nicht einen Ton treffen. Das ist ja bei DSDS, gibt es jetzt ein Programm. Also das ist ja eine ganz klare Sache, dass man da Leute animiert. Hör mal, du bist ganz gut. Solange die Kamera noch nicht läuft, immer, ich glaube, du schaffst das. Du bist noch ein Guter. Und sobald die Kamera läuft, dann führt man die vor. Das muss doch nicht sein. Das ist ja auch Asbach. Das ist doch so 90er. Was soll denn das überhaupt? Also kann man nicht so eine Modelsendung, so eine coole Modelsendung wie Joey Sex Hotman machen, ohne diese ganzen, sag mal, ekligen Nummern, so, weißt du? Nochmal, Bruce, es haben zu viele versucht. Ja. Heidi könnte es ja machen. Ich meine, die ist ja, sie soll es halt machen. Ich meine. Ja, sie könnte es machen, aber sie wird es nicht, weil sie möchte im Mittelpunkt stehen. Ja, sie möchte eine One-Woman-Show haben. Diese One-Woman-Show hat sie jetzt. Sie hat diese Plattform, wovon sie wahrscheinlich immer geträumt hat. Die Quote stimmt. Die Quote ist in der abgelaufenen Staffel sogar noch gestiegen. Krass, ja. Okay. Das heißt, es schalten immer noch Abermillionen junge Leute ein aus der werberelevanten Gruppe. Solange das der Fall ist, solange wird es Heidi geben, da können die Leute noch so lästern. Gerade die lästern überhaupt. Die machen die Show noch größer wahrscheinlich. Die schalten ein, weil sie was zu lästern haben. Ja, klar. Ja? Das ist das Traurige an Deutschland, ja, dass die Leute, wenn du so willst, die Zuschauer und Zuschauerinnen sind zum Teil auch ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja? Die wollen gequält werden. Sie wollen diese Quiekstimme von Heidi hören. Sie wollen sehen, wie Heidi sich wie ein Papagei kleidet. Sie wollen sehen, wie sie sich zum Affen macht. Sie wollen sehen, wie sie die Kandidatin zum Affen macht. Solange das der Fall ist, ja, das ist die Konsumenten, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die entscheiden, ja. Ist das so oder wird einem auch was vorgesetzt und dann, also Fernsehen ist ja immer so, es wird einem vorgesetzt und dann schaut man das und der Sender denkt für einen mit, ne? Im Internet ist das ja anders, das ist on demand. Naja, also schau, es gibt so viele Sendungen, die gescheitert sind, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen die Schnauze voll hatten. Ja, gut. Und das ist, da kann der Sender noch so sehr versuchen zu lenken und zu machen und zu tun und Heidi und überhaupt.
nochmal, ich bleibe dabei bei meiner These und ich glaube, kein Mensch hier auf der Welt kann diese These widerlegen. Es gibt nur eine Heidi Klum und Heidi Klum auf ihre schräge, durchgeknallte Art und Weise ist so unterhaltsam wie keine zweite. Es gibt keine zweite Heidi Klum. Ah. So lange wird die Sendung existieren, egal wie viele Leute darüber lästern, denn die schalten auch ein und natürlich auch angehende neue Generationen, also die ganz jungen Mädels da draußen, ja, die ihrerseits alle Model werden wollen, das ist eben halt auch so ein Wunschberuf von so vielen jungen Mädels da draußen, die werden immer einschalten, ja, also ja, die 15, 16, 17-Jährigen, die dann plötzlich dann auch Primetime noch wach sein dürfen und sich so eine Sendung anschauen dürfen, die werden einschalten und die wachsen ja immer wieder neu ran. Ja, und ja. Sag mal, du bist jetzt ja ewig in einem Model-Business unterwegs, hast eine Agentur, hast du gesagt, du hast lange ja auch für Heidi Sachen gemacht oder für die Jobs besorgt und so weiter, du warst ihre Agentin und so. Sag mal, würdest du sagen, durch Social Media, durch dieses ganze Instagram-Ding, ich meine, das gab es ja wahrscheinlich nicht am Anfang deiner Karriere, ist Absolut. Es noch viel krasser geworden, dass die Mädels Models werden wollen? Also erscheint mir so. Ja, das ist absolut. Dass das ein Beruf ist, der angestrebt wird? Ja, also seitdem es Social Media gibt, insbesondere Instagram, ist das Ganze natürlich noch ein bisschen intensiver geworden. Ja? Also dieser Traum, so zu sein wie die Models. Ja? Das Gleiche ist ja auch bei den Influencern und Influencerinnen. Klar. Jetzt meine Frage ist, sind die Chancen denn größer geworden? Oder sagst du, der Markt ist noch voller? Oder ist der Markt größer? Läuft es bei dir besser? Ist es ein besseres Geschäft? Oder ist es schwieriger, Models zu finden? Also Instagram ist natürlich ein Tool, auch gerade für mich als Modelagent, ja, meine Models besser zu vermarkten oder kurz gefasst zu verkaufen. Ja. Es ist sehr enorm wichtig, wenn du als Model heutzutage tätig bist, dass du einen Instagram-Account hast, was du wirklich als Model auch als Tool verwenden kannst. Das heißt, ich stehe mit den Models immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie irgendwie nur irgendeinen Scheiß posten, ja, dann ist es meine Aufgabe oder die Aufgabe meines Teams, da auch dazwischen zu greifen und zu sagen, hey, weißt du was, vielleicht solltest du lieber mal deine Storys nicht immer mit Kippe im Maul posten, ja. Ich verstehe, also, was du meinst, also einfach, ja gut, Imageberatung. Es ist ein und so Tool, weiter. Es ist ich ein verstehe, Tool, ja. Ja. Gut, okay. Aber dadurch ist natürlich auch die Konkurrenz größer geworden. Genau. Ja, so sehr man das als Tool verwenden kann, so sehr ist natürlich auch jede zweite da draußen, die denkt, sie sei ein Model, präsentiert sich zumindest als Model da draußen. Ja, und Ist es schwieriger, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, das meinte ich. Genau das meinte ich. Das ist ja mit Musik, ja, also in meiner Welt ist das ja ganz genauso. Ja. Dadurch, dass die Leute ja die Möglichkeit haben und die Möglichkeit viel, viel, viel leichter geworden ist, denkt ja jeder, das ist ja ganz leicht, dann mache ich jetzt auch. Und dadurch verbauen die sich ihre Zukunft, ihre Zeit, verschwenden ihre Zeit jahrelang. Und ich will gar nicht sagen, dass man es nicht auch schaffen kann, aber es ist crazy. Ich würde mal fragen, hast du, ich meine, du bist ja auch sowas wie Babysitter bei dir bestimmt, die heulen sich ja bestimmt auch viel bei dir aus, was Leben angeht, was Jobs angeht und auch was Privates angeht. Oder ist das so, rechte Annahme? Ja, wobei es war früher, wo ich in Paris gearbeitet habe als Angestellter, ja, und wo ich deutlich jünger war, war ich deutlich mehr der Babysitter, ja. Also heutzutage als Agenturchef und Inhaber. Ja gut, du hast wahrscheinlich Leute, die das dann machen. Genau. Okay. Ich habe ein Team. Aber wenn es wirklich problematisch wird, also wenn irgendwo Not am Mann ist, dann bin ich natürlich der Feuerwehrmann. Ja, ich fragen wollte, ist, ob sich einerseits wollte ich fragen, ob dich die Sorgen und die Ängste deiner Leute, also deiner, wie sagt man, deiner Mädels sich geändert haben mit der Zeit. Und ich habe noch eine Geschichte, und zwar habe ich vor kurzem mal gelesen, dass der Wolfgang Job, hast du das gelesen, dieses Zitat von ihm, was da so rumgegangen ist, dieses, ja, früher haben wir Mädchen, die
nicht so viel Geld eingebracht haben, haben wir reichen Leuten den Schlüssel gegeben zu deren Zimmern und so, was sollen die machen, wenn die gesagt haben, also was ist das für ein, hast du sowas auch schon mal erlebt, hat ein Mädchen dir schon mal gesagt, hey, hör mal, die haben mir so das versucht bei mir oder sowas, also was macht also, man dann als Agent, wenn man sowas hört? Zunächst einmal muss ich den Wolfgang Job in Schutz nehmen, ja, weil der hat natürlich einen fetten Shitstorm. Nee, er hat einen fetten Shitstorm abbekommen. Ja, dabei hat er eigentlich nur, er hat ja nur auf die Misere hingedeutet. Er hat ja nicht gesagt, ja, ich habe das auch nur angefeuert oder so. Er hat gesagt, wie es war. Also endlich hat einer mal. Es kam eher so, aber es kam so rüber, als ob es romantisiert, schau, muss man sagen. Probleme kannst du ja nicht ändern bzw. beheben, wenn du die Probleme nicht ansprichst. Er hat ein Problem angesprochen und er hat eine Diskussion entfacht. Mhm. Ja, und das finde ich schon mal gut. Ja, es bringt doch nichts, das Ganze zu verheimlichen und darüber zu schweigen, dann passiert nichts. Dann geht alles so weiter und dann gehen Karrieren zugrunde, Leben zugrunde von jungen Mädels, die einen Traum leben, der letztlich nie zur Wirklichkeit wird. Bei mir ist es so, ich habe hier und da natürlich auch immer wieder mitbekommen bei Models, die ihrerseits, sage ich mal, komisch angemacht wurden oder... sehr oft war es so, zur Fashion Week in Paris, die immer im Anschluss zur Fashion Week in Mailand stattfindet, wenn die Models aus Mailand nach Paris kamen zur Fashion Week, die haben gesagt, ey, endlich sind wir in Paris. Und dann hat man natürlich die Frage gestellt, wieso freust du dich so sehr, in Paris zu sein? Die Fashion Week in Paris ist ja nicht ganz anders als in Mailand. Dann hieß es, doch, die ist ganz anders. Weil in Mailand hast du diese sogenannten Chaperones, ja, das sind diese Kuriere auf ihren Vespas, die von Clubs engagiert werden, von Nachtclubs, die zu den Models, zu den Model Apartments fahren, die wissen ganz genau, das ist wirklich organisiertes Verbrechen, die mit ihren Vespas zu den Model Apartments fahren und die Models einpacken und sagen, hey, ich bringe dich hier zum Club, dann lernst du wirklich wichtige Leute kennen, kannst umsonst saufen und feiern, wie du Bock hast, ja. Das ist wirklich ganz, ganz dramatisch, die Situation dort in Italien. Mittlerweile achten die Agenturen ein bisschen mehr drauf und kommen ihrer Sorgfaltspflicht auch ein bisschen mehr nach. In Paris war das auch durchaus der Fall, aber bei weitem nicht so organisiert, bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Mailand. Ja? Also diese Problematik des Models, ich sag mal, ausgebeutet werden und dass sie quasi auch als Instrumente angesetzt werden, damit die Clubs voller werden, damit die Reichen glücklicher werden, etc. Hm. Diese Problematik gab es schon immer. Und ja, wahrscheinlich solange es, dass das Business das gibt, oder? Es ist ja auch klar. Also, umso wichtiger ist es, dass man heutzutage das Bewusstsein schärft für diese Problematik und dass die Agenturen auch ihrer Verantwortung nachkommen. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich für eine, vielleicht die seriöseste Agentur, nämlich IMG, gearbeitet habe. Viele werden jetzt sagen, ja, natürlich. Ja, zumindest die größte ist es, oder? Eine der größten. Die größte und eben halt auch nicht, also IMG ist nicht nur bekannt durch IMG Models, also das Model Management, sondern IMG ist das weltweit größte Management-Unternehmen der Welt. Mhm. Vorwiegend bekannt durch IMG Sports, also die vermarkten und managen auch große Sportler und Tennisspieler, unter anderem Roger Federer, Tiger Woods und weißt du nicht was, also absolute Superstars. Und IMG Models ist nur ein Bruchteil davon. Und ich hatte das Glück, dass ich halt für diese große, seriöse Familie gearbeitet habe. Das heißt, bei uns gab es diese Problematik nicht, zumindest nicht, was mein Bewusstsein betrifft, was mein Umfeld betrifft. Ja. Mit Sicherheit gab es auch hier und da schwarze Schafe, auch bei uns im Unternehmen. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich links und rechts bei anderen Agenturen, bei kleineren Agenturen, bei diesen sogenannten Boutique-Agenturen, ja, die jetzt nicht Teil eines großen Netzwerks waren, ja, die haben halt versucht, sich auf ihre Art und Weise zu behaupten, indem sie natürlich ihre Models nicht nur als Models angeboten haben, sondern in Anführungszeichen auch, wenn man so will, und es hört sich jetzt ein bisschen hart an, als Prostituierte. Also so ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein kleines, es ist ja wahrscheinlich so ein
Ja, so ein fließender Übergang hört sich jetzt krass an, aber wahrscheinlich ist das immer auch so, wie bei, es gibt ja immer diese Escort-Agenturen, die erstmal nur Begleitungsservice anbieten, dann, du weißt ja, dann die geht das meistens. Die nennen ihre Kartei auch Models. Genau, die sagen auch, das sind Models. Das ist ja auch Quatsch, ja, eigentlich ist es kein Models. Also, es gibt ja, dieses Wort ist ja so dehnbar und dann sind es auch Models, aber dann, sag mal, gerade bei dem Thema sind, kann ich dich mal was total Schräges fragen? Wieso? Es gibt gerade so ein Thema, was so ein bisschen heiß geworden ist. Ich denke, das wird auch nichts Neues sein für dich, dass Models in Anführungszeichen auch bereit sind, alles Mögliche für Geld zu tun. Aber kriegst du von diesem Porter, wie heißt das aber, Porter irgendwas, warte mal, Dubai Porter, warte, muss ich mal nochmal, dieses Portable, warte mal ganz kurz, warte, ich google das, Sekunde, ich hab's okay, gleich, warte. Okay, ich hab Zeit. Ich hab gerade den Namen, Porter Potties. Hast du schon mal was davon gehört? Porter Potties? Gar nichts, erklär's Gott. Mir. Oh, lass lieber, google später. Das ist was ganz Ähnliches. Aber er hat das was mit Dubai zu tun. Also es geht, ja, es ist mit Dubai jetzt in Konnotation mit Dubai bekannt geworden, so ein bisschen auf YouTube und im Internet. Ich würde aber sagen, es ist kein Dubai-Phänomen, sondern ein Phänomen, wo reiche Männer sich Models buchen und dann halt alles Mögliche für Geld bekommen oder Dienstleistungen für Geld sich so. Und bei dieser Sache, die ich jetzt angesprochen habe, da ging es um eine spezielle, eklige Praxis, aber vergiss das mal. Ich will jetzt unseren Talk nicht ins Lächerliche damit führen. Nein, aber nein, tust du nicht. Nein, im Gegenteil. Also schau, wenn ich Dubai höre, dann kann ich dir schon mal sagen, hier und da hört man immer wieder von Models, die in Dubai leben und arbeiten. Ja. Für mich sind das ehrlich gesagt keine Models. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir schon mal. Wenn du als Model erfolgreich bist, ja, dann gehst du nach Paris, dann gehst du nach Mailand, dann gehst du nach New York. Ja, dann gehst du meinetwegen nach Tokio, nach Sydney, in wirklich große Modemetropolen, aber nicht nach Dubai. Was machen die dann da? Dann machen die da andere Sachen. Guess what? Ja, ja. Guess also what? Das geht jetzt nicht um Outfits präsentieren. Doch, durchaus auch. Das ist aber meines Erachtens eher so der Markt. Ach so, ein Influencer-Model-mäßig meinst du dann? Nee, es gibt durchaus auch einen Markt für Models, ja, aber du kannst dann einfach nicht viel verdienen als reines Model, ja. Und wenn ich dann höre, okay, das Model XY lebt und arbeitet hauptsächlich in Dubai, dann kannst du davon ausgehen, dass das Haupteinkommen nicht unbedingt auch durch das klassische Model reinkommt, sondern weil sie als Escort oder als Begleitung von irgendwelchen Multimilliardären oder Millionären unterwegs sind. Ja? Die sind dann auch natürlich auf den fettesten Partys, auf den fettesten Yachten, in den höchsten Hochhäusern dort immer und essen die ganze Zeit nur Kaviar und Hummer. So. Das sind für mich keine ernstzunehmende Models, sondern Mädels, die, ich sag mal, diesen letzten Ausweg nutzen, nach Dubai zu gehen und eben ein glamouröses Leben zu führen auf ihre Art und Weise. Wenn sie damit glücklich sind, fein. Aber das sind keine Models, die ich in meiner Kartei haben möchte. Ich verstehe. Also, ja, gut. Ich würde gerne, also erstmal vielen, vielen Dank für den Talk. Wir haben immer Zeit, dass wir quatschen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns zu selten. Absolut. Schade, auf jeden Fall unter diesen Bedingungen nichts mal geben wir was essen. Kann ich noch ein, zwei Gossip-Fragen stellen, die immer wieder gefragt werden, auch im Zuge von Jeremy's Next Topmodel und Heidi. Ist es wirklich wahr, dass Heidi mit niemandem redet, wenn nicht die Kamera läuft? Also sehr, sehr divahaft mit den Girls, nie redet, wenn die Kamera nicht läuft. Sehr so, wie man sich das vorstellen würde, wie in einem Film. Ja, du weißt ja, die Leute, gerade die Medien, die versuchen das immer sehr extrem darzustellen. Fakt ist, Heidi, wenn die Kameras aus waren, hat sie selten mit den Mädels gesprochen. Oft war es eher so, dass man in der Jury untereinander, wenn wir eine kleine Pause eingelegt haben, dass wir auch sehr oft viel gelacht haben, ja, also und auch so leid es mir tut, auch über einige Kandidaten uns lustig gemacht haben und gesagt haben, hey, die ist ja so schlimm, ja, die können wir nicht mehr weitergehen kommen lassen in der Sendung, ja. Also wir haben natürlich unsere Witze gemacht etc., aber
Am Ende des Tages wird natürlich auch in der Sendung selbst suggeriert, dass Heidi die große Schwester, die junge Mama, die was auch immer von den Kandidatinnen ist, das entspricht nicht der Wahrheit. Mhm. Heidi, wenn sie Feierabend hatte, hat sie sich abschminken lassen, ist dann nach Hause und wollte ihre Ruhe haben. Ja, ich irgendwo möchte, zu einem Teil auch verständlich, ich möchte sie auch nicht dafür verurteilen. Ja, also, klar. Sie wird nicht dafür bezahlt, um Babysitter für die ganzen Mädels zu sein. Nee, es wird suggeriert, wie du schon gesagt hast, es ist ja schon so, wenn man das guckt, selbst ich, mir kommt das so vor, ey Mann, die ist so die Großschwester und die ruft noch ein, hey, ja. Habt ihr gut geschlafen und so, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da ist man wahrscheinlich zu naiv, wenn man das denkt. Aber sage mal, dann gibt es einen ganz, ganz harten Vorwurf und zwar werden da tatsächlich dafür gesorgt, dass die beim Laufsteg manchmal schlecht laufen können, um Unfälle zu haben, um mehr Drama zu haben, also sprich, dass die Füße zum Beispiel, wie hieß das nochmal, eingeölt werden? Eingeölt, ja. Also das so im Detail kenne ich das nicht, weil ich ja in meiner Funktion als Juror jetzt nicht irgendwie die ganze Backstage bei den Vorbereitungen für die Shows war. Und uns wurde das jetzt auch nicht irgendwie mitgeteilt, hey, wir haben jetzt irgendwelche Füße eingecremt oder eingeölt, damit sie irgendwie umfallen. Ja. Aber hier und da habe ich schon mitbekommen, dass Schuhe, die High Heels, zum Teil zu groß oder zu klein waren, wo ich den Leuten bei der Produktion dann auch die Frage gestellt habe, zu Recht, hey, also wir haben so ein Riesenbudget und so eine Palette an Schuhgrößen, ja. Wie kommt es, dass Model XY jetzt nicht die richtige Schuhgröße hat? Und da hat man mir jetzt auch keine eindeutigen Erklärungen gegeben, aber wenn du nicht so naiv bist, wie sie das von dir vielleicht erwarten, dann kommst du schon selber drauf, dass sie das mit Absicht machen. Also wieder ein, wie auch vorhin, Handyverbot, Kontaktverbot. Ja, ich meine ganz ehrlich, du musst ja kein Atomphysiker sein, ja, um zu wissen, dass eingeölte Füße ein No-Go sind, wenn du 5 Minuten später auf dem Laufsteg bist. Ja, das macht gar keinen Sinn. Ja? Ja, das ist so, als würdest du, keine Ahnung, bei einem Formel-1-Rennen überall Nägel auf der Fahrbahn verteilen und sagen, okay, jetzt fährst du schneller. Ja? Das ist so Bullshit. Also es liegt auf der Hand, dass man den Mädels auch Steine in den Weg gelegt hat, um die Sache interessanter, unterhaltsamer und für mehr Quote zu sorgen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist so witzig, wenn ich mit dir darüber rede, beziehungsweise wenn wir uns das Video angeguckt haben, es ist immer so klar, es ist alles liegt irgendwie auf der Hand. Nichts schockt einen, wenn man das einzeln sieht. Das alles zusammen war doch wuchtig irgendwie, aber es ist irgendwie, frage ich mich, die Endlevel-Frage, warum gibt es die Sendung immer noch? Warum alles Mögliche wurde in der Gesellschaft schon kritisiert, teilweise wurden Sendungen abgesetzt, deswegen weggecancelt. So. Aber diese Sendung ist total bulletproof. Jedes Jahr kommt sie, jedes Jahr müssen sich Teenager ausziehen. Also was ist das? Was ist das? Also Heidi, es traut sich einfach auch keiner, Heidi anzufassen. Ja, weil Heidi einfach so diesen Status in Deutschland hat. Sie ist so die, wie soll ich sagen, ungekrönte Königin. Ja, also sie ist einfach die Nummer eins, wenn es um Unterhaltung geht. Sie ist ein internationales Aushängeschild für Deutschland. Mhm. Ja, und es ist einfach so, sie ist, wenn du so willst, die Außenministerin für Deutschland. Und eine Außenministerin kannst du nicht von links anpinkeln und sagen, hey, weißt du was, das reicht jetzt, pack deine Sachen und geh. Ja, ja, das ist wild. Und es hängt aber einfach auch Boris Becker ist im Knast, ne? Der war auch mal Außenminister. Und sie hat natürlich auch super Anwälte, ja. Da, wo viel Geld ist, da hast du auch die besten Anwälte. Also ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass hinter den Kulissen hier und da auch Anzeigen gemacht wurden gegen Heidi und gegen die Sendung, aber dass diese natürlich gar nicht, noch nicht mal in die Öffentlichkeit gekommen sind, weil so viel Geld im Spiel ist, dass Anwälte auf jeden Fall als Werkzeug hier dienen und die Besten auch zum Einsatz kommen. Naja, klar.
Ist das, haben die Mädels alle so eine Art NDAs, so eine, dass sie nicht sprechen dürfen, ja. Verträge? Ja, ich hatte ja selber einen Vertraulichkeitsstatus. Genau. Wie ist das denn bei dir? Dass du jetzt, ist das schon sozusagen abgelaufen? Ja, ist schon längst verjährt. Ja. Okay, verjährt. Würden wir jetzt nicht so offen reden. Meine ich ja, weiß ja nicht, keine Ahnung. Vielleicht sagst du ja, du, ist mir scheißegal, zahle ich. Weil, was ist denn mit den Mädels? Wie lange dürfen die denn nicht darüber reden? Wie viel ist das denn? 2 Jahre, 5 Jahre, was ist denn das? So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber lang genug, sage ich mal, bis die Sache im wahrsten Sinne des Wortes verjährt. Ja, oh mein Gott. Ja gut, mein Lieber. Peyman, vielen, vielen Dank. Also, merci, Helman. Nun, ich würde sagen, danke für das Gespräch und dann hören wir uns. Auf jeden Fall. Mein MacBook hat auch gar keinen Akku mehr, deshalb perfekt. Das Timing hätte nicht besser sein können. Perfekt. Bis bald, mein Lieber. Wir schreiben uns. Auf jeden Fall. Alles Gute. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Bye-bye. Freunde, yes, yo. Eigentlich wollten wir nach München fliegen und uns mit Peyman treffen. Da kommt er nämlich her. Beziehungsweise arbeitet er. Aber es ging einfach nicht. Termine. Der Mann ist viel unterwegs. Betreut eine große Agentur. Ich habe alles, was dazu nötig ist, um ihn zu finden. Wenn ihr Interesse habt, was weiß ich, entweder jobmäßig oder was auch immer. Hier habe ich auf jeden Fall unten verlinkt, seine Agentur und so weiter. Danke nochmal an der Stelle an Peyman. Und ja, was sagt ihr denn, Freunde? Was sagt ihr zu den Vorwürfen bzw. zu dem ganzen Thema, die Sendung, ist das legitim? Sollten die Leute eh nicht so naiv sein und wissen, worum es geht? Das ist ja auch im Raum. Das sagen ja auch Leute. Ey, was habt ihr denn erwartet? Ist doch so. Oder denkt ihr auch, wie ich gesagt habe, müssen Mädels denn so jung sein? Muss so eine Show so assi sein? Kann man nicht auch genug Quote machen mit vielleicht weniger ekelhaft sein, ich weiß es nicht. Na, oder denkt ihr, ey, das braucht der Trash. Trash-TV, so funktioniert das. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer der nächsten Sendungen. Gangzeichen, damit ihr wisst, dass hier ist immer noch eine Hip-Hop-Sendung. Auf jeden Fall, ja, Gangzeichen. Wir sehen uns in einer der nächsten Sendungen bei Twitch. Boosnitch. Bis später.